Servus, herzlich willkommen zurück zu... Immer noch? Zu zeigen von neuen Gebäuden in Zeftech Ages. Ach so, ich habe jetzt auch gar nicht. Ja, genau, ich habe nur mal kurz gemacht, nach hinten. Aha. Ja, also wir sind erfolgreich aus dem Nether raus und haben viel Kram mitgebracht, sehr viel Kram. Ja. Deswegen werde ich hoffentlich heute in der Lage sein, den Controller für unsere Drawer zu basteln. Bisschen was hatte ich da schon vorbereitet und deswegen wussten wir ja dann, wir müssen dringend in den Nether, weil uns da noch was fehlte. Und ja, irgendwann. Ja, und die Lohn brauchten wir sowieso. Also da haben wir mehrere Projekte gehabt, wo wir die brauchten. Und da haben wir jetzt auch ganz ordentlich gefarmt. Richtig. Oh, aber irgendwann müssen wir ja nochmal in den Nether, weil wir hatten ja festgestellt, dass wir Ardite und Kobalt nicht abbauen konnten. Wollte ich gerade sagen, da haben wir jetzt nämlich eine Möglichkeit gefunden. Die ist bei mir im Rucksack. Moment. Hieße, eine Obsidian-Spitzhacke. Ja. Mhm. Die war des Rätsels Lösung. Genau, die hat diese Tier 4. Ja. Nur bei Tinker Construct sieht man das halt nicht. Da siehst du eben nur, ob es jetzt Obsidian-Level ist oder und das braucht eben Kobalt-Level. Ja. Sonst geht's nicht. Genau. Ja. Aber bevor wir da waren, hat sich ja zwischenzeitlich auch noch was geändert gehabt. Ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen schon waren wir mit dem Dieselgenerator beschäftigt. Genau. Und hatten da auch noch Probleme, die wir zwischenzeitlich gelöst haben. Mhm. Denn wir hatten bisher die MV-Wire immer für alles benutzt, aber das reicht nicht. Wir brauchen nämlich die High-Voltage-Sachen, um das an den Dieselgenerator anzuschließen. Den haben wir auch schon ausprobiert und damit er nicht nass wird, haben wir noch was draufgesetzt. Genau. Ja, genau. Und da ist er jetzt hier drin. Ist momentan erstmal aus, weil der verbraucht schon ganz schön viel Diesel, haben wir festgestellt. Mhm. Hier sind die High Voltage Sachen. Nein, und gehen hier rüber so ein bisschen in ein kleines Transformatorstation. Da haben wir hier so einen Transformator hin platziert, der das dann. Walter, nimm doch mal die Zunge und geh an das Kabel. Vorhin schon was. Ja, genau. Das ist nämlich nicht gesichert. Die gehen leider nicht zu sichern. Ja. Aber so, hier geht es dann mit MV weiter und wenn der an ist und funktioniert, also oder läuft der Generator, bringt er ordentlich Strom für den Arc Furnace und auch für den Crusher und was wir sonst noch so in unserer Fabrikhalle haben. Mhm. Ja. Ja, und hier ist auch schon noch ein Platz reserviert. Oh, hier ist aber ganz schön duster. Was sollte das denn jetzt haben wir alle Schaden gekriegt, jetzt musst du auch immer Schaden kriegen. Okay, na. Na. Da sind überhaupt keine Fackelums drin. Nein, das habe ich dir noch nicht gemacht. Aber man kann ja erstmal mal reinsetzen. Es ist ja nun erstmal bloß hier schon mal das Fundament ist es ja nicht. Ist ja ein bisschen mehr als Fundament. Oh. Ich auch gleich. Ich esse. Das war klar. Gute Arbeitsteilung. Ja, ne? So. Ja. Naja. Wow. Genau. Ja. Und mit was machst du jetzt weiter? Ich baue jetzt erstmal diesen Drawer-Controller. Ah ja, richtig. Und Malte und Melanie vergehen sich in Bauaktivitäten. Was? Nee, ich koche erst ein Buch. Achso, du kochst erst ein Buch. Und dann, dann fange ich schon mal Fall an. Stoße ich dann auf jeden Fall zu Melanie, denke ich, hinzu. Weil so lange braucht das jetzt nicht mehr. Bis ich diesen Controller gemacht habe. Handgerannt. Also, wenn ich ihn denn hinkriege. Ein bisschen was habe ich ja schon vorbereitet. Das wäre er. Dann wieder so eine helle. Ich koche ein Buch. Oh nein. Das war es nämlich, was uns gefehlt hat. Dieses Amethyst-Zeug hier. Und dann brauche ich ein... Ui. Ach, Platinum. Alles klar. Ui. Ui. 1, 2, 3. Dann. Wieder mit Fenstern eigentlich viele. Jo, Shopping.
Ja, das Achievement kriegen wir nicht, weil wir hatten ja schon mal getestet im Kreativ, ob das überhaupt funktioniert. Den haben wir dann aber natürlich wieder weggeschmissen, aber wir wussten auch nicht, dass man dann dafür was Achievement-Dingens kriegt. Ja, diesen Controller. Das ist aber schon ewig her, als wir den Raum hier gebastelt haben. Oh, moving on. Moving on. Was ist das jetzt? Das muss ich doch mal gucken, ob das jetzt so gut, wie ich gerne hätte. Oh, das sagt jetzt, was ich in der Hand habe. Und das ist ja praktisch ein freies Regal. Voll. Ja, da. Aber was will das jetzt? Nehmen wir mal die zwei. Okay, dann. All act as a multi-block when placed next to each other. Block and place a cooking table getriert zusammen. Und es sind wir beide da. Es funktioniert. Cool. Hat geklappt. Mhm. Ja. Schön. Das Mit machen wir dann für das nächste Online-Spiel. Ah, Haschusch. Ein Moment. Und was mache ich denn immer den Krempel? Im Fab 3. Witzig, dass man eine Eichenverkleidung machen kann, aber verkleidet ist er trotzdem nicht. Ja, wo ist denn jetzt das Controller-Ding? Ich will gucken. Ja, hier, so. Weiße Drawers. Welche Drawers? Na, hier unten gegenüber von der Schmelze. Und da? Da ist er. Wie geht das? Musst du nur das Zeug da reinschmeißen. Und das geht dann für diese ganze Wand hier? Ja. Ja, wir können ja gerne mal... merken wir Lapis. Uns mal... Ach so. Ach so. Wenn du schon hast. 58. Damit ich die Natur reinmache. Ja. Ja. Cool, ne? Brauchst du nur noch hier hinschmeißen. Es geht natürlich nur... mit dem Kram, der hier ist. Der schon hier ist. Alles andere sucht er sich dann halt einen neuen. Ne? Mhm. Aber ist ja schon mal Premium. Weiß ich trotzdem nicht. Ach, der hat sich gar nicht bei mir freigeschaltet. Der war auch gar nicht blau. Okay. Ach, wahrscheinlich, weil ihr das dann alleine gemacht habt. Ja, kann sein. Obwohl du deswegen wurde mein anderes da auch nicht. Mhm. Na, ist ja wurscht. So. Lass mal das mal da. Ich wollte noch irgendwas machen. Was kann man denn jetzt kochen mit dem Kochbuch? Das zeigt dir alles an, was du, wenn du Sachen in der Tasche hast, was für Rezepte du damit machen kannst. Und dann gibt es halt diese Kochzeile und das ist dann ein großer Block. Aber das dachte ich, kommt dann in das nächste Projekt. Ja. Und dann ist es von der Zeit her da reinpasst. Mhm. Mhm. Ach, Scheiße, das war ja so ein schöner Baum hier. Dann mache ich die nur drei breit. Weiß noch mal nicht, wie es aussehen soll. Hm? Während ich darüber nachdenke. Hilfst du ein? Ja. Gut, ja. Ich wollte den Plastik mitsammeln. Aber da müssen wir hier noch ein bisschen weg. Weil der ganz easy peasy ist. Okay. Guck mal, wäre Kompress- das hier... Hallo? Hier? Ja, hallo? Was? Hallo. Das wäre ein Tor. Ja. Ne, hast man du getestet, dann, ob man durchkommt? Nee, habe ich jetzt nicht. Warte, dann kann ich das ja gleich mal testen. Oh, wenn ich den Baum hier weg habe. So in 5 Stunden ungefähr. Okay, dann mache ich erstmal hier weiter. So. Sortiert es denn auch dann nicht einsortierte Sachen ein? Ja, das sucht sich einen neuen Platz dann. Okay, dann schmeiße ich mal was rein. Geht jetzt nicht. Wieso nicht? Suchst du dich nicht alleine einen neuen Platz? Nee. Oh. Kannst dich reinlegen. Naja, dann such dir halt mal einen Platz aus erst und schmeiß dann den Rest dazu. Ich hab jetzt alles reingetan. Ja, oder so. Plastik nichts da. Und hast du probiert, ob es durchsteht? Nein. Ich bin jetzt gerade erst mit dem... Zeppeline. Oh.
dass man mit dem wenigstens auch auf den Boden fahren kann. Oh, okay. Ach du Scheiße. So, und? Komme ich durch? Ja, du müsstest noch ein bisschen weiter nach links, aber du auf jeden Fall ist noch ein Block Luft. Ja, ja, das passt. Ach, das kann ich ja auch bauen. Ja, ich wollte jetzt nicht noch mehr rumschürfen, sinnlos. Röhrchen. Ich brauche 2 Gold, bitte. Ich brauche noch Glas. Na, ein, also 3 breit sollte es schon ein bisschen hin. So. Ja, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Soll ich hier diese Senke mal ein bisschen absenken, aufsenken? Ja, ist ja nur eine Senke. Mach ich hübsch. Ja, und das obere kann man hier aber halt noch absenken. Also ja, das hier noch das wegnehmen. Und das andere absenken. Lass mich ruhig machen, lass mich ruhig machen. Okay. Let me have a job. Okay. Oh. Nee, andersrum. Da muss ich dann erstmal wieder schauen. Die Branche. Das hier jetzt aber auch noch eins weg, ja? Weil du hier schon hingebaut hast. Ja, nee, ich hatte nur erstmal abgemessen, wie viel. Nur dass ich richtig kapiert habe. Dann bloß überlegen, wie man dann hier die Landeplattform macht und mal gucken, erstmal ringsum den Grundriss abstecken. Chris Heat. Heat can be applied, placing a block next to the machine. Requires power, ja, aber wie? Wie power ich die denn an? Die falschen. Oh, ich bin ja ganz voll. Muss mal was weglegen. Verstehe ich gerade nicht. Naja. Müssen wir uns damit auch noch auseinandersetzen. Mit so vielem. Bleibt uns nichts erspart hier. Aber auch gar nichts. Ja, aber gar nicht. Damn. Ach du Scheiße. Okay. Was Spaßiges entdeckt, ja? Ja, es wird wieder ganz toll. Mhm. So toll, dass ich da jetzt keine Lust drauf habe. Dass du jetzt schon brechen könntest. Ja, genau. Hast du es erfasst. Ich mach die jetzt hier oben. Soll das neue auch so ein bisschen industriell ziegelig sein? Oder das neue Projekt? Glatt. Das moderne. Wenn es modern ist, dass es dann auch für das spätere Zeitalter noch funktioniert. Eher was ganz Modernes, betonmäßig glatt. Also sowas wie mit Marble. Zum Beispiel, genau. Ja. Und vielleicht kann man dann auch noch was chiseln und halt viel mit Glas. Ja, ich habe in der Fabrikhalle ist irgendwie, wo die Hämmer und Zangen sind, müsste ein Chisel sein. Okay. Da hatte ich einen dort gelassen, dass man nicht immer so weit laufen muss. Was ist jetzt dieses Zeug hier? Es ist tiefste Nacht. Ja. Da ist der Schlüssel, ja. Wiege? Moment. Ich Wiege. Auch. Bonjour.
Hallo. Oh, beim nächsten Mal ist die Matte dann putt. Ach, dann kann ich ja hier auch gleich noch raus. Wie groß soll das denn? Muss ja gar nicht mehr so groß sein, ne? Naja, wenn man überlegt, dass wir vielleicht dann dort das ME unterbringen. Ach so. Als modernes Wohnhaus. Psst. Ups. Psst. Da kommt dann ein Pfeifton drüber. Da bist du ja auf Minute 27. Pfeifton. Okay. Also ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieses Projekt, was du machen möchtest, das beinhaltet dann... Nee. Nee? So was beinhaltet das nicht. Niemals nicht. Oh, super. Das nehmen wir da dann mal. Ach nee, Quatsch, hier. Right. Ach nein, die waren ja wieder unten. Oh. Da bin ich, ja. Das kann man so. Nehmen wir das da. Oh. Nee, das gefällt mir nicht. Oh, der Schüssel hat sich gerade verabschiedet. Schön. Ja, einfach. Es wird ganz schwarz. Dann mal runtergehen. Latte holen. Außenrum okay. Mache ich dann aber erstmal wieder Wiese, ja? Mhm. Was noch Stein ist. Ja. Weil ich hab. Was ist, wenn das Zentrum das ME beinhaltet? Also, das Ganze wird um das ME herum. Oh, das ist eine gute Idee. Wie groß ist das ME ungefähr? Weiß das gerade jemand? Überleg doch so bei Space, wie wir das da hatten, wenn wir noch mit mehreren Monitoren... Das war 3x3, ne? So. Ja. Ja, ich würde schon ein größeres Halle. Eine größere Halle wird das. Größeres Halle. Deutsch. Und dann hast du vielleicht so Seitenarme links und rechts irgendwie wie so. Weiß nicht. Und dann noch ja. Ein in nach. Also in drei schauen. Himmelsrichtungen oder so. Und in der Mitte hast du halt diese runde Halle, Kuppel, keine Ahnung. Und viel Glas. So wie eine Space Station. Nee, das ist zu abgespaced, oder? Wir kommen dann noch dahin. Das ist ja, nicht ja, mehr weit. Aber das wird dann ja noch größer als das, was wir jetzt haben. Das ja. Naja. Jo. Die Welt ist groß also, genug. Ja, das stimmt. Es kommen dann noch solche anderen Maschinchen hin, die auch ziemlich viel Platz, glaube ich, brauchen. Also nicht Maschinchen oder irgendwelche Vorrichtungen oder sowas. Ich überlege jetzt, soll ich dann hier bei diesem Tor dann da noch so einen Aufsatz? Ach, hier ist dann dieses kleinere. Ich kann mal gucken. Das ist der. Hast du noch ein bisschen Erde einstecken, Melanie? Ja, ja. Melody. Bitte schön, ein Frau Bogenmaus. Das
Ja, wie mache ich das? Dann kommt das zu weit vor, oder? Das erste Feld hier unten, das kann ja weg, ne? Ja, ja, das kann. Oder behalten wir es aus? Nö, das würde ich dann wegmachen. Mittlerweile haben vielleicht hat man dann auch die Einwohner so einen schönen, ja auch selbst ordentlich Felder. Noch Anlegesteg, Bootssteg oder irgendwie, oder Terrasse oder ja, sowas. Das täte mir auch gefallen. Unsere Yacht? Die wir vielleicht irgendwann haben. Unsere Floß, ja, man kann, Flöße. Man kann ja auch mit ja. Boote irgendwie mit, also Motorboot machen. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche Mod das ist, aber das geht irgendwie. Tja, jetzt ist hier die Frage, dann müsste ich irgendwie zwei schmalere oder so, oder puh. Eins, zwei, drei. Och, das nervt. Ah, hier röchelt das. Wie sind wir denn von der Zeit aufgestellt? Ja, wir könnten jetzt eigentlich aufhören. Es sind 21 Minuten. Ich bin noch nicht mal angefangen. Oh, schon wieder. Warum der immer die anderen erst nimmt? Ja, da kann man ja dann schauen, wie das hier in der Zwischenzeit wächst und gedeiht. Zumindest ist der Grundriss schon mal da und ja, dann schauen wir mal. Richtig. Wunderbar. Ich erschalte. Jo. I. Jo. Die heiligen Zeppelinhallen. Ja. Oh, ich denke schon, dass das so funktioniert. Ja, ja. Und man da dann raus. Weg, weg, weg. Das wäre vergewaltigt. Nein. Nur geschubst. Jo. Okay. Dann, wie immer, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.